Das ist halt, wir sehen uns in Wir kommen sofort zurück zu, in Borderlands. Ja, ich verstehe es halt einfach nicht. Was ist das Problem, mal eben für eine halbe Zeit des Tages das Handy abzugeben? So, wenn die Schüler nicht so viel, wenn die Schüler nicht so viel auf ihr Handy glotzen würden, müssen die Lehrer die Handys ja nicht mal einsammeln. So. Ich hab da kein Mitleid. Ich hab da kein Mitleid mehr. Tut mir leid. Ich hab kein Mitleid. Wir meinen die ganze Zeit am Handy, während des Unterrichts so sitzen, kriegt das Handy halt abgenommen. Fertig, Punkt aus. Ihr könnt auch mal weitermachen, 40 Minuten keine Handy in der Hand haben. Hallo, das geht nicht. Ja, ich weiß. Das ist der Weltuntergang. Schon wieder am Arsch der Welt. Oder Chat, wie seht ihr das? Ich auch treffen lernen. Das bringt mich nicht ins Schwitzen. Hi! Deswegen war ich ja gerade am Springen. Guck, ob ich da rüberkomme. Ach so. Also dein Viech hat's geschafft? Ja, mein Vieh ist auch ein Betrüger. Dein Viech kann's einfach besser. Dann machst du es doch, Bitch. Nee, ich guck dir lieber zu. Also nichts kann doch die Klappe aufreißen, wie immer. Ja, ich mach ja schon, mein Gott, ey. Ja, Gott, musst du mich nicht nennen, aber danke. Dann bitte. Nimm mal deine Innereien aus meinem Gesicht. Wie scheiße nehme ich dir aus dem Gesicht? So macht man das. Ich bin oben drauf, hatte ich nur so gesagt dann. Ich komme da nicht hoch, ich bin einfach zu groß dafür. Merci, meine kleine Flamme. Eine künstlerische Seele brennt in dir, ich kann das sehen. Aber wir müssen Pretty Boy beibringen, dass keine Vorstellung kostenlos ist. Wieso ist denn nichts kostenlos? Was bist du denn für eine geizige Alte? Was heißt hier geizige Alte? Achso, hey, also ich würde ja sagen, dass es mir leid tut, aber das tut es mir wirklich nicht. Eines muss man Pretty Boy lassen. Er weiß, wie man einen Deal macht. Also, das war's für dich. Auf Nimmerwiedersehen! Halt, Alter! Sehr gut, Black! Hast du die gerade geholt? Natürlich, ich bin nur. Das ist cool, ich hab die Errungenschaft auch gekriegt. Ja, weil du in derselben Sitzung bist. Hä? Du bist in derselben Sitzung, in der das passiert ist. Ja, hätte sagen können, dass man das selber nochmal. Hm? Oh, ich muss Clippy töten. Hat er funktioniert? Schwach! Halte sie fern von mir! Und ich fand die Argumentationssache halt auch lustig von den Jugendlichen. Ja, eigentlich. Immer noch um die Handys. Ja, eigentlich ist das ja mein Eigentum und eigentlich müssen sie ja mich drum bitten, dass ich ihnen das Handy gebe. Nein. Vielleicht haben die Eltern das bezahlt. Ja, das sagt er, es ist mein Handy. Haben zwar meine Eltern bezahlt, aber es ist mein Handy. Nein, also deine Eltern haben. Ja, es ist eine Leihgabe deiner Eltern. Es ist nicht deins. Deins ist es, wenn du es selber bezahlt hast. Von deinem eigenen Geld. Dann ist es deins. So, deine Eltern haben dir das gekauft. Hier gibt es ein Kraftfeld. Wie kann ich es abschalten? Der Kontrollraum ist in der Nähe.
Deswegen können die auch deine Eltern das wieder wegnehmen. Oder ist die Logik falsch? Alles ist falsch. Mittlerweile auf der Welt auf jeden Fall. Ich will keine scheiß Loader-Fabrik neben dem Casino. Ich will sie im Casino. Stell dir eine schöne Praline in Form einer Raumstation vor. Außen schokoladig, innen eine köstlich knusprige Loader-Fabrik. Wir parken unsere Riesenpraline neben ein... Oh, du kleiner Bastard. Hey. Schon okay. Ich habe alles, was ich brauche, um dich fertig zu machen. Und dann lege ich einfach von vorne los. Deine Bemühungen sind fruchtlos. Fruchtlos. Ja, hört sich jetzt ein bisschen an wie Gollum. Nein, Schatz. Ich bleib dabei. Viel Spaß mit dem Gegner. Oh, du hast gerade einen schweren Fehler gemacht. Ich doch weiter. Werde besser oder sterb. Die welche. Ich weiß nicht mal, wo ich lang muss. Ich renne hier einer wie so verrückt durch die Gegend. Das ist nicht Ich bin auf ein weiteres Hindernis gestoßen. Wie soll ich vorgehen? Tut mir leid, Zuckerschnute. Da ist nichts auf der Karte. Vielleicht kannst du es irgendwie anders lahmlegen. Immer wieder nützlich! Zielsysteme sich so auf. Hier werden zeugerische Schaden Wusstest du, dass vorgestern die letzte oder am Freitag die letzte Folge Wetten, dass gelaufen ist? Oh nein. Ist halt traurig. Wetten, dass das die letzte Folge war? Ja, aber wie viele Leute halt einfach bei Wetten, dass saßen und vor allen Dingen welche Stars da schon alle auf dieser Couch saßen, ist halt einfach... Wenn von Thomas Gottschalk kann man halten, was man will, aber... Die Serie war trotzdem cool. Und die war, glaube ich, auch einfach nur so beliebt, weil halt eben diese Stars da saßen. Ja. Michael Jackson, Cher, Elton John. Und so weiter. Cheer. Was ist Cheer? Cheer ist doppelt hier. Oh, Cheer. Ja gut. Ist schon gut. Aber trotzdem. Ach, du bist das. Ja, cool. Und jetzt? Und irgendwie hinkriegen, dass ein Pass neben dem Teiler ist und dann da rausgeht. Also so. Oder man nimmt benutzt eine Explosionswaffe. Unglaublich. Ne, ich hab das Fass gerade abgeschossen. Welches Fass? Was daneben war? Da war kein Fass bei mir. Da war... Bei mir war da ein Fass. Du bist das Fass, du fette Stück. Mach der fette Mensch. Armee. Man könnte die halbe Galaxie mit einer solchen Armee stürmen. Und Pretty Boy hat die Kontrolle über alles davon. Highspeed! Ohne Witz, mit der Armee hier könnte man super die KDK-Kinder einfach fertig machen. Die KDK-Kinder. Die Kinder der Kammer. Kinder der Kammer, Kinder, genau. Wie heißt nochmal KDK? Du hast aber KDK-Kinder gesagt. Oh. Was kommt denn jetzt? Kinder der Kammer, Kinder, kennt ihr die Scheiße? Was bist du denn? Ich mach mal hier die anderen Viecher. Ich will eine echte Herausforderung. Wo bist du? Boom. Ja, warte doch mal auf mich. Leck. So, da unten. Oh, lalalala. Mein Gott, ey. Ja, jetzt ist er wieder verwundbar und schon ein bisschen. Leck! Pfeffer!
Ich denke, ich sterbe. Ach, ich bin einfach. Du bist umgekippt. Sehr schnell, mein Leben ist einfach so. Wie oft bist du umgekippt? Einmal. Dann würdest du eigentlich nicht so schnell sterben. Gut, ich bin fertig mit Spielen. Der steht dann immer noch da, wo er steht. Warum? Der steht da irgendwo, aber dann kann ich keinen Schaden machen dadurch. Der liegt hier irgendwo außen am Rand. Hinter dir! Alter, jetzt bin ich tot. Ah, danke. Gut, danke dir, ne? Oh mein Gott! Oh, shit! Was ist das? Du musst ihm zu schaffen, Zuckerschnute. Mal sehen, ob wir den Strom für diese Geschütztürme abschalten können. In der Nähe ist ein Rohr, das den Generator speist. Jage es hoch. Was ist das denn für eine Waffe? Raketenwerfer. Okay. In Extremform anscheinend. Nach oben müssen wir. Irgendwie sieht es so lustiger. Die Geschütztürme werden abgeschaltet. Gute Arbeit, Kammerjäger. Aber wir sind noch nicht fertig. Aber wir sind noch nicht fertig. Jetzt verschwinde von dort. Wir müssen diesen Verrückten aufhalten. Darf ich jetzt mal kurz meine Waffe wechseln? Danke, du blödes Spiel. Lass mich in Ruhe, du verdammter Psychopath! Das geht nicht, Timothy. Wir fangen gerade erst an. Also hör auf, das dich zu wehren Waffe. Und... So. Komm, mir etwas entgegen. Das ist cool, wenn wir mich... Wo ist denn jetzt die Quest da? Den Boss ziehst du gerade oder soll ich das machen? Mach mal! Mach mal! Ich krieg das nicht geschissen! Ach Gott, Himmel! Ups, das war ich aus Versehen. Jetzt habe ich es aus dem abgebrochen. Alles gut, lass das schon hin. Ich glaube an dich du und so. Schuld. Hä, warum ich? Es sind immer die anderen schuld, wann lernst du das? Nein, sind's nicht. Oh, ich wohl. Ja. Singe he. Ha. Aber wer hier Backrooms für dich nicht ist? Kopfgeldjagd das hast du und eine Bande gefragt. Gesetzlose, boah, was? Ungefähr. Ich wollte schon immer in einem Western mitspielen. Das wäre halt voll also cool. Los. Nein. Doch, das wäre sogar was Horrormäßiges. Dann wäre das nichts für mich. Obwohl, das könnte ich auch mit Dark Cloud spielen. Ich bin einfach viel zu stumpf für solche Spiele. Stimmt wohl. Dark Cloud wäre das bestimmt lustig, der wird sich die ganze Zeit erschrecken. Du dich auch. Nein. Und ich würde einfach Hirntod durchrennen. Du bist auch Hirntod. Du bist auch Hirntod. Ah, nee, warte. Komm, Kammerjäger. Wir werden gemeinsam eine Schneise brennen. Munition? Ohne ist man einfach nur ein Weichei. Du hast etwas Geld. Gib doch was davon aus. War mir eine Freude. Hast du mittlerweile deine Kills? Ach so.
Ja, hab ich. Ich muss noch töte 10 Gola, Dings da, keine Ahnung. Keine Ahnung. Einfach alles töten, was existiert, fertig ja. ist. Ich benutze nur gerne die Pistole, weil die halt die meisten Schaden hat. Ja, passt zu dir. Du hast auch den größten Schaden. Ich wusste, dass das kommt. Oh, da ist eine Waffe. Kann ich eigentlich mittlerweile mehr Waffen tragen? Wie kann man denn 4 Waffen tragen? Kannst du 4 Stück tragen? Ich kann 3 tragen. Ja, ich auch. Jetzt befestige das an den Sicherheitstüren und wir haben einen Eingang. Das Termit wird einige Zeit brauchen. Wir müssen diesen Angriff überleben. Abklatsch vom Firehawk sein soll? Wegen dem Feuer? Möchte es noch jemand versuchen? Ich hab 3 Schlüssel bekommen. Also 3 lila Schlüssel. Wie hast du die denn gekriegt? Und zwar hatte ich unten Forschung Kammerkarten Level 2. Und dann konnte ich einfach auf Kiste öffnen und rechts Belohnung öffnen. Mit X. Fortschritt Kammerkarte Level 1? Okay, nein, ich hab Kammer 2. Ja, ich hab Kammer 1. Warum hast du Kammer 2? Aber die kosten sowieso 5 Schlüssel. Die obere Reihe und die da drunter sind Emotes und sonst irgendwas, die verschiedene Sachen kosten. Hä? Ausrüstung, Ausrüstung, Ausrüstung. Waffenskin. Das sind einfach nur Skins und so weiter anscheinend. Feinde, die durch Chaos können. Jetzt geh, du Künstler des Chaos und der Flamme. Zum Turm. Halte Pretty Boy auf. Rette Timothy. Das Tritanium wird durch das Ultra-Theremit geschwächt. Man kann durchschlagen wie eine Diamantfaust durch ein Gesicht aus Gänseblümchen. Hey, wir sind Renner. VIP Tower. Willkommen beim VIP Tower. Wie können wir Ihnen heute helfen? Du kannst den Fortschritt nicht aufhalten, Kammerjäger. Jetzt, da ich Timos magische Hand habe, werde ich den Laden aufräumen. Angefangen bei dir. Der Aufzug ist voraus, aber Pretty Boy wird nicht so einfach aufgeben. Einer. Auch wenn er sich noch wünschen wird, dass er das getan hätte. Loco Chantel, genau. Siehst du? Was für ein Abklatsch ist das denn, bitte? Fallen sind eben nur Fallen, in denen der einfache Mann in einem Kreislauf aus Verlangen und Enttäuschung gefangen ist. Loco Chantel. Scheint es halt eine Anspielung sein, ein Coco Chanel. Wie kommst du nur da drauf? Weiß ich nicht. Hier ist noch so ein Teil, was man anzünden kann. Wo ist das? Da oben drauf. Nee, das hab ich auch. Ah, bin drauf. Ah, ich kann spüren, wie Pretty Boys Macht davon schwebt, wie Asche im Wind. Und die Flammen. Sichere die, glaube ich, zu Befehl. Merci beaucoup, Chérie. Wir haben die Hauptquests und sind einfach überlevelt. Und
Wen liegt das bloß? Wer hat wohl die jetzt hier ausgewählt? Ich weiß nicht. Wow. Oh. Versuchen? Ich meine, wird lustig, dann machen wir das schneller durch. Großartiger Bastard! Geh da runter und halte den verdammten Körperjäger auf! Wieder ein Brief, verdammte Scheiße. Bin dran. So, nimm schön. Das nicht persönlich, wenn ich dich töte, Kammerjäger. Aber es ist so, wie ich es dir schon gesagt habe. Die Bots sind meine Kumpel. Und ich habe jetzt eine Menge Kumpel. Oh. Ich höre alle scharfen Soßen von Mr. Oh, cool. Ja, das war ich gerade. Meine Fresse. darauf hätte ich noch nicht können. Was hier denn die Beine? Oder den Pornobart. Freddy ist tot. Zeit für Ballistik. Feuertag soll Herz. Eine helfende Hand. Ein Einwert kommen in das System. Die Operationsstatus ist mehr wie schon da. Okay, einer ist down. Wo ist der? Zwei Treffer. Ich treffe dich. Du triffst den Boden. Hä? Mal schön, wie mein Pet mich wiederbelebt. Ich sehe dir echt gerne zu. Und jetzt geh zu diesem Aufzug. Freddy hat seinen Zweck erfüllt. Nochmal danke dafür, Idiot. Oh mein Gott, ey. Was war das denn? Er lag was, was man öffnen konnte. Ich hab's gesehen. Ich kann hier die ganzen Waffen mitnehmen, dann kann ich sie nachher brauchen. Alles was mitnehmen, was lila ist. Gib die meiste Kohle. Viel Glück, Schätzchen. Geh da rauf und tritt ihm in den Arsch. Oh, nicht so wirklich. Hier rein! Ich hab schon wieder beim Brief, ich muss auf das Beste ausgekommen. Lass mich etwas zurücknehmen, Kammerjäger! Dass dein Glück irgendwann zu Ende geht. Ha, Glück macht man sich selbst. Das weiß ich von Jack. Ich dachte, in diesem Turm festzusitzen wäre mein Fluch. Aber hey, jetzt mit Timothy fangen die Dinge an, sich zu ändern. Ich werde wohl zuerst dein Schiff zerstören. Dann baue ich genug Closer, um die Renovierung abzuschließen. Nur... Und das überlebt niemand. Danach werde ich mal durchbringen, ein paar Statuen von dir aufstellen und dieses Casino ausprobieren. Also, bringen wir es hinter uns. Du hast dich gerade wieder nach unten geholt, du Sack. Du Sack. Was Level raus? Fahr nicht ohne mich. Ja, ich merke das schon. Selbstsichtiges Stück fährt hier ohne mich. Ich fange jetzt keine neue Folge an. Ich fange jetzt keine neue Folge an, weil wahrscheinlich der direkt vor der Nase kommt. Wer kommt denn da wieder runter? Deine Mutter. Ist ja widerlich. Hey, guck mal, die war wieder. Das ist ja cool. Scharfschützengewehr. Ich glaube, das habe ich auch. Hast du das gehört? Leider. Hier habe ich auch. Sachen verkaufen. Wer bezieht auch den Einklick einkaufen? Macht deine Waffe Klick. Ist es Zeit zum Kaufen? Halalalalo. Du hast etwas Geld. Gib doch was davon aus. Nein! Scheiße. Jeder macht mal Fehler. Gib dir meine Waffe. Ja, warte. Andale, andale.
Beweg das Schwabbelärschchen. Ich komme ja schon und. Autsch! Ja. Oh, Kammerjäger, du bist gekommen? Ich sitze hier echt in der Scheiße, also. Also möchte ich dich bitten, jetzt nicht drauf zu gehen, ja? Hast du Lust drauf zu gehen? Nee. Jackpot. Hat jemand ein paar Komplexe? Wir sehen. Ich hab kein Internet mehr zu meinem. Geht ja gar nicht aus. Wahrscheinlich waren wir zu stark. Halte denn. Sie fern von mir. Ja, die Waffen. Meine Fäuste sind bereit. Sind wir jetzt fertig hier? Kritischen Schaden. Bitte Zahlungsinformationen für die Reparaturgebühr eingeben. Ah, das kann ich doch locker zahlen. Ach, da oben, guck mal. Zahlung akzeptiert. Kritische Reparatur wird eingeleitet. Jetzt hängt das Geld auf. Siehst du das? Ich sehe Gesundheit. Ist der Stream einfach wegen Verbindungsabbruch aufgefallen? Ja, auch wenn er das jetzt. Ja, auch wenn er das jetzt machen. Ja, jetzt hat er keine Kohle mehr. Ja, jetzt hat er seine Kohle aufgegeben. Netto wird da oben 0. Wow. Oh mein Gott, was war das denn? Dann kacken wir jetzt, ich muss meinen Stream einmal fort. Ach du Scheiße, die Kugeln sind noch Zielsuppen vom Gewehr. Hallo. Ja, hör auf jeden. Ich finde halt auch überhaupt nicht. Solange ich den anvisiere, ist die scheiß Prinzipien vom Schaufelsgewehr.
Neue Waffen. Wo ist das scheiß Goldenitemen? Da ist es. Die ist bei mir erstmal durch den Boden gefallen, nicht mehr weiter. Das Casino hat angefangen, sich zu bewegen. Ich kann es von der Sanctuary aus sehen. Oh, verdammter Mist! Er hat das ganze Casino in das Gravitationsfeld des Schwarzen Lochs geschickt! Wir werden gleich alle Hackfleisch sein. Kammerjäger, Jacks Steuerkonsole ist da drüben. Du musst das Protokoll überschreiben. Fehler. Glückzahnfreigabestufe erforderlich, um die Triebwerke auszuschalten. Nein, 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 nein. Kammerjäger, komm und hol mich aus dieser Zelle raus. Schnell! Notfallprotokolle aktiv. Zugriff verweigert. Mist, Mist, Mist! Oh, ich kann das Pad nicht erreichen, ohne ins Stücke geschützt zu werden. Verdammt! Gib mir deine Hand, du Opfer. Okay, Kammerjäger, geh einfach. Ich werde diesen Ort wohl eh nie verlassen können. Also. Gib doch einfach die Hand her. Okay, ich leid, Moxie. Es gibt wohl kein zweites Date. Nein, nein. Timothy, ich hätte dich nicht abschreiben sollen. Wir lassen dich nicht zurück. Ich lasse Jack nicht gewinnen. Moxie hat recht. Wir stecken gemeinsam hier drin. Okay, warte. Ich hab eine Idee. Ich brauche nur eine Sekunde. Das könnte jetzt wirklich turbulent werden. Am besten die Ohren zuhalten. Heiliger Schein! Oh, na, das gedauert. Du Opfer. Oh mein Gott! Oh, du genialer Trottel. Kammerjäger, nimm die Hand. Genial, das ist mir schon vor 10 Minuten eingefallen. Ja, aber ich würde auch nicht einfach so meine Hand abhacken. Das müsste klappen. Bring es. Wenn es dir das Leben rettet, doch. Na gut. Ich frage mich aber, wie er bluten kann, wenn es durch den Laser getrennt wurde. Oh ja, das ist großartig. Und jetzt werde ich... Ich werde mal eben... Unmöglich. Keine Sorge, Tim. Maxi holt dich ab. Brauchst du Hilfe? Moxi, weißt du, ich hab mich gefragt, wieso bist du damals mit mir essen gegangen? Ich hatte Hunger. Ja, aber Jack, er war der Allerschlimmste. Schätzchen, hätte ich dich für Jack gehalten, hätte ich dich direkt beim Reinkommen abgeknallt. Also, habe ich dich kein bisschen getäuscht? Nein, kein bisschen. Okay. Also, habe ich dich kein bisschen getäuscht? Nein, kein bisschen. Du weißt ja, lieber Arm dran als Arm ab. Ach ne, warte. Yay, yeah, schließe die Mission, keine weiteren Wetten ab. Ja, das war das DLC. Jetzt machen wir weiter mit der Hauptstory. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.